AP 25. Angenommen. Stäblich. Ich korrigiere. Angreifer zwei verleihen Börder und Soldaten nicht zu erweitert nach Tiefensee. Mittelrahmenfelder auf der Friedhof Nordhundert siedelt bei euch im Wertroh nach Tiefensee. Prüfe sie Angreifer 2. Nach Tiefensee wieder einsteigen. Die Türen schließen. Na, Tiefen sind dabei. Übergebe mit 25. Übernehme mit 25. Butterweich. Wie echt. Werte Reisende, dieser Zug hat 5 Minuten Aufenthalt. Fünf Minuten. Was wohl mein Zug ist? Sie haben noch nichts angesagt. Na, von der Zeit her müsste es mein Zug sein. Das sagen die dann an. Warum der so weit weg steht, wenn das mein Zug ist? Das werden die dann ansagen. Was? Das werden die dann ansagen. Das werden die doch hoffentlich ansagen. Ja, ja. Hallo, junger Mann! Junger Mann, jetzt sagen Sie was an, junger Mann! Junger Mann, jetzt sagen Sie was an! Na, jetzt haben Sie es ja angesagt. Also mein Zug war es nicht. Würde nicht meiner gewesen sein. Rot! Angenommen! Roten Warnsignal. Bestätigt. Die W2, Dirk, die W2. Nee, die Weiche. So. Dirk! Am Mensch. Anfang war hier das Chaos. Und dann, Dirk, war hier das Licht. Am Anfang haben sie alle für blöd gehalten. Und dann war hier der Wille, Dirk. Ich wollte schon immer eine Bahn, eine Modellbahn sozusagen. Und jetzt ist es immer noch so. Und dann, Dirk, war hier die Arbeit. Mensch, die viele Arbeit. Aber ist doch was Normales, Uwe, oder? Ist doch was ganz Normales, ist doch normal, oder? Das ist genau, was ich sage. Andere Leute sitzen vorm Fernseher sozusagen. Geh ins Haus, du hast es schon. Uwe! Die Detailfülle! Oh, hier, der Teppich, unser Muster ist klar. Hier, mit Steuerleisten. Oh. Hier, Fernseher. Oh, hier, hier. Geht der? Kommt Wasser raus. Nee. Im Maßstab. Uwe! Ja, sensationell! Mach wieder zu. Ja, klar, logisch. Mit dem Uwe als Lokführer. Übergebe. Übernehme. Mensch, Mummi, jetzt stell dir vor, hab ich doch tatsächlich Thomas Lieblingsspielzeug in der Bahn liegen lassen. So, es ist ja auch schon dunkel. Und der Thomas muss ins Bett. Der Thomas muss ins Bett. Gute Nacht, Thomas. Gute Nacht. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein brach. Was hat er gesagt?
Ruppel, poppel. Thomas, Poppel, Poppel fährt mit der Puffbahn. Poppel, Poppel kommt morgen. Ah! Oh, 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 oh. Hör auf! Schau jetzt nach Berlin. Na dann! Angenehme Reise! Ja, danke schön. Bitte schön. Entschuldigung, ich suche so einen Stoffhund auf Rädern. Ach so, dann nehmen Sie am besten die S2, steigen dann um in die U3, da sehen Sie es dann schon. Ach, gucken Sie mal, da kommt da schon die S2. Die Seilenbahn zu Pfeppern für die Straße, nehmen Sie eine Bahn zu Pfeppern für die Straße. Reisen Sie um für die Straße, fahren mit Tagescher Markt vor und steigen um. Reisen Sie um für die Straße, fahren mit Tagescher Markt vor und steigen um. Nach für die Straße zurückbleiben, bitte. Zurückbleiben, bitte. Momentchen! Wo brennt's denn? Alter Mann, geht's doch. Moin! Guten Tag. Ich hätte gerne... Sie laufen doch die ganze Zeit hier schon rum, ja? Und drücken sich am Schaufenster aufs Näschenblatt. Sie, das sehe ich Ihnen doch in Ihren Augen an. Sie haben doch meinen schönen Zug abgesehen. Sie werden sagen, das ist ein feiner Zug. Ein Sondermodell, wie ein Buche steht. Sie werden sagen, ist ein bisschen teuer, Katalogpreis 2,5. Ich sage Ihnen, Weihnachtsangebot, heute 1,6. Sie werden sagen, 1,6, 1,6, Nachtigalle wird dort rapsen. Wahrscheinlich ohne Soundmodul. Ich sage Ihnen, Soundmodul zum Verstellen von einem Werkzeugkasten und die kleine Kräne Fernbedienung können Sie ganz bequem im Bahnhof sounden. Nein, oder? Nein. Was ist denn das? Eine Fabrik von Verdin. Können Sie umbauen als Einfamilienhaus, Kneipe. Nur Kirche ist schlecht. Oder? Nur Kuh von Reich. Was wollen Sie nun? Nee. Ich suche einen Spielzeugstoffhund auf Rädern, der so hoppelt, wenn er fährt. Da sind Sie ganz genau. Aber ganz genau bei mir in der richtigen Adresse. Da fahren Sie zum Zauberkönig Hermannplatz. Der hat sowas. Vielen Dank. Ja? Sie können sich ja gar nicht vorstellen, was Sie mir damit für einen Gefallen tun. Und dem Jungen. Ja, dem Jungen auch. Na dann, angenehme Heimreise. Ja. Tschüss, alles Gute für Sie. Ja, vielen Dank, Moment. Auch bei aller Freude. Ordnung muss sein. Geben Sie mal her. Oder wollen Sie noch was anderes? Wir haben ja noch so... Nein, danke. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schokolade gehabt. Ich bin ja nur der Onkel. Ich sag mal zu meiner Schwester Ingeborg, du verziehst das Kind. Du verziehst den Jungen, man sieht ja, was draus wird, nicht? Sebastian, jetzt gib den Lippenstift zurück. Guck mal, wie du jetzt aussiehst. Das macht mich doch wahnsinnig, dieser Junge. Ich hab zu Hause auch einen Jungen. Ja? Der heißt Thomas.
Aha, aber der ist ganz anders. Aha. Sebastian, bitte schau dir! Guck mal, was ich hier habe. Guck mal, Junge. Da guckt der Junge. Ne, da gucken Sie doch mal wieder. Guck. So hat er noch nie geguckt. Und plötzlich so ruhig. Er weint. Ach, das weiß ich noch gar nicht. Sieh mal, unser Poppel Poppel ist wieder da. Was? Unser, der aus Polen? Dankeschön und sag doch auch mal was. Das ist Anja! Quatsch, ist doch russisch. Dirk. %99,9 der Zeit bin ich gern mit dir allein zusammen. Dirk, so gut wie wir hat's niemand.